Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Handy mit dem Gesicht entsperren, bequem von unterwegs die Waschmaschine oder den Staubsaugerroboter starten oder durch vernetztes Fahren CO2 sparen. Das sind nur drei Beispiele von vielen, wo heute schon künstliche Intelligenz unser alltägliches Leben erleichtert. KI ist gekommen, um zu bleiben. Und spätestens seit ChatGPT diskutieren wir ja auch in der breiten Öffentlichkeit über diese Technologie. Und die Potenziale, die wir damit erreichen können, die sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Gerade in einem Land wie unserem, wo der Arbeits- und der Fachkräftemangel ja eines der drängendsten Probleme ist, liegen darin immense Chancen. Und wir sind auch überzeugt davon, dass bei den großen Herausforderungen dieser Zeit, der demografische Wandel, die Gesundheitsversorgung und auch der Klimawandel, technologische Fortschritte diejenigen sind, die uns am Ende auch den Lösungen näher bringen. Und wir zumindest als Union finden, dass das doch mal zunächst eine gute Nachricht ist. Die leider schlechte Nachricht ist allerdings, dass mit Blick auf KI viele Entwicklungen nicht bei uns in Deutschland oder in Europa stattfinden. Etwa drei Viertel der großen KI-Sprachmodelle kommen aus den USA, weitere 15% aus China. Und da müssen wir wirklich schon aufpassen, dass dieser Zug, der noch nicht abgefahren ist, aber jetzt gerade große Geschwindigkeit auch aufnimmt, dass der eben nicht ohne uns abfährt. Und wenn man eben der These zustimmt, dass technologischer Fortschritt auch die Grundlage unseres Wohlstandes ist, dann ist es eben falsch, aus purer Ideologie neue Technologien auch im Keim zu ersticken. Wir zumindest finden, das wäre ein schwerer politischer Fehler. Und deswegen heißt es jetzt für die Ampel: Aufwachen, wirklich bevor es zu spät ist. Nach zwei Jahren auch intensiver Verhandlungen in Brüssel kommt die KI-Verordnung dort jetzt auf die Zielgeraden. Und wir haben sie schon vor über einem Jahr, im September 2022, hier im Bundestag dazu aufgefordert, dass sie diesen Verhandlungen höchste Priorität einräumen und dass sie sich vor allem dafür einsetzen, dass wir am Ende auch ein innovationsfreundliches Umfeld in Europa bekommen. Die Bilanz, die Sie da vorliegen, muss man sagen, die ist aber leider sehr enttäuschend. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, das lassen wir Ihnen so nicht durchgehen. Denn es braucht eben für Schlüsseltechnologien wie auch KI am Ende einen Rahmen, der diese nicht verhindert, sondern der genügend Freiräume auch bietet. Und im globalen Wettbewerb brauchen unsere wirtschaftlichen Akteure, unsere Unternehmen am Ende auch Spielregeln, die sich in der Praxis umsetzen lassen. Und da müssen wir besonders auf KMU, auf Startups achten, weil die eben keine großen Rechtsabteilungen haben, die nachher auch die ganze Bürokratie bewältigen können. Und die Aussage vieler auch wirklich namhafter KI-Akteure, die wir ja noch in Deutschland und in Europa haben, dass sie den Standort verlassen werden, wenn die KI-Verordnung überzieht, die müsste eigentlich ein Alarmsignal an die Regierung sein. Aber die Zerstrittenheit der Ampel zieht sich leider in dieser Frage durch wie in so vielen anderen. Man könnte von einem roten oder einem rot-grün-gelben Faden an der Stelle auch sprechen. Weitgehende Abwesenheit am Verhandlungstisch, Fristen, die verpasst worden sind. Man muss sagen, da ist wirklich schon vieles im Argen. Und jetzt gilt es aber eigentlich doch zu retten, was noch zu retten ist. Und mit unserem Antrag heute legen wir Ihnen jetzt auch für diese wirklich finale Verhandlungsphase sehr konkrete Vorschläge vor, die es anzupacken gilt. Das geht von der Definition über die Frage der Dokumentationspflichten bis hin auch zu verschiedenen Aspekten, wie wir eigentlich mit generativer KI in der Verordnung umgehen. Und eins brauchen wir am Ende als Ergebnis. Wir brauchen Klarheiten. Das heißt auch mit Blick auf Widersprüchlichkeiten, die sich ergeben können, zum Beispiel zwischen KI-Verordnung und DSGVO, dass die in den Verhandlungen jetzt ausgeräumt werden müssen. Und Stichwort DSGVO und Datenschutz. Da brauchen wir, glaube ich, perspektivisch in Deutschland schon auch noch mal eine Debatte, die einen Paradigmenwechsel ins Auge fasst. Wir brauchen einen Datenschutz in Deutschland, der praktikabler ist, der innovationsfreundlicher ist. Der Status quo heute ist einfach unbefriedigend. Applaus
Es geht zusammengefasst um die Frage, wo der Wohlstand der Zukunft herkommt, wie wir die Weichen dafür stellen. Es geht aber, glaube ich, noch um mehr. Es geht um die Frage auch der Souveränität Europas, und dazu zählt natürlich auch die digitale Souveränität. Aber Souveränität erreicht man eben nicht im Schlafwagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Und deswegen sage ich Ihnen heute auch noch mal, nehmen Sie doch den Schlüssel zur Welt von morgen, der da liegt, in die Hand, bevor es andere für uns tun. Denn das wäre mitnichten im Interesse eines souveränen Europas. Und dann will ich abschließend noch zwei Dinge sagen, die, glaube ich, wichtig sind, wenn wir über KI, aber insgesamt über neue Technologien sprechen. Wir brauchen in Deutschland auch mal wieder mehr Neugier. Und wir brauchen vor allem auch mal wieder mehr Mut und Optimismus. Wir reden dauernd von Risiken, von schlimmen Szenarien, und wir bräuchten doch das Gegenteil. Und deswegen auch an die Regierungsvertreter, arbeiten Sie weiter an der KI-Strategie. Bis dato sind Sie dem schuldig geblieben. Der KI-Aktionsplan ist angekündigt, keine Umsetzung ist in Aussicht. Und vor allem aber, Sie planen jetzt im ganzen Bereich Digitalisierung Gelder zu streichen. Das geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Und deswegen auch an Sie der klare Appell, mehr Mut, mehr Neugier, aber machen Sie vor allem Ihre Hausaufgaben, wenn es um die KI-Verordnung geht. Das ist unser klarer Appell. Herzlichen Dank.